Basti zockt. Ja. Die haben, waren auch da. Geh zu Tian. Nein. Ja, bin gleich da. Nein, du gehst nicht zu mir. Oh je, gleich gibt's hier wieder Eskalation, oder? Oh, ich will ich sag, ich hatte gestern Entzug. Bitte. Ich sag Folgendes, ich hab damit nichts zu tun. Ich auch nicht, ich distanziere mich. Ich auch nicht. Fuchse, distanzierst du dich? Ja. Aha. Spark of Phoenix, distanzierst du dich? Von was denn überhaupt? Ich bin dem ersten so zugekommen ins Gespräch so richtig. Oha, Basti hier zockt, ist einfach Basti ein Cleanstone Generator. Basti zockt, möchte mich töten, während ich jetzt abbaue. Ich hab niemals gesagt, dass ich dich töte. Er hat sogar mehrmals gesagt, er will dich nicht töten. Alter. Und ich möchte nicht, dass du mich bewegst oder nervst, dass ich nicht abbauen kann. Aha. Warum soll ich mich distanzieren, wenn ich damit nichts zu tun habe? Dark. Das war ich nicht. Ja, weil ich jetzt alles hier. Achso, das war schlimm. Basti, ich mach dich weg. Hey! So. Junge, das gibt Rache, aber sowas von. Jetzt hat die Erlaubnis für Alter! Das ist so dumm! Es ist over, Tian. Jetzt das ist es over. Das war dumm, Tian. Jetzt darf er legale Rache nehmen. Der hat. Du baust da die ganze Zeit Obby hin, du Sack. Ich glaube, ich stelle mich jetzt auch wieder an die Maschine kurz. Ja, mach ruhig. Ich baue Alter, ich hatte einfach ein Level. Basti, du musst die 6 Stunden jetzt nerven. Ich habe eine Challenge jetzt, gespielt, kein jetzt Level hast du die dazu Basti bekommen. Nervkräfte einfach aktiviert. Ein Level behalten. Das war meine Challenge. Fürs Rest des Projektes. Jetzt kannst du ja auch Tians Challenge kaputt machen. Dann kannst du nochmal Basti nachmachen. Nein, wieso soll ich ihn nachmachen? Wieso soll ich den jetzt nachmachen? Inwieweit nachmachen? Kannst du den imitieren oder wie? Macht er doch gerade. Ist doch gerade. Hä? Hallo Basti, hey! Ach komm bitte. Bitte. Ich mach doch gar nichts. Okay Basti, wenn ich mich jetzt AFK dahinstelle, weil ich muss Kaktusdekorativ, Kaktusse warten. Kakteen meine ich. Wenn du. Ja. Wenn Kaktusse, Kackmusse. Wenn ich mich jetzt da reinstelle, ich verbiete dir im Ernst, out of Roleplay und Content, dass du mich tötest, rumschiebst oder sonst was, dass du mich hier bei meinem Ding störst. Weil ich möchte streamen und ich möchte spielen und ich bin ja die ganze Zeit schon deswegen AFK. So, bin wieder da. Ja, komm. Okay. Ja, was hast du gerade geredet? Ich verbiete dir, dass du... Basti, ich verbiete dir, dass du mich aufhältst beim Mining-Farm. Sorry, der Pisten ist zu laut. Ja, aber er kann doch selber entscheiden, was er machen will. Du kannst ihm doch nichts verbieten. Ich lege einen... Ich wünsche mir es. Basti, wie war dein Tag so? Gut, Fuchsle. Aber die Pisten sind zu laut und Jan irgendwie zu leise. Ich hab's, da müsst ihr Vanilla Tweaks. Ich verstehe ihn echt nicht. Jan, red mal lauter ein bisschen. Du bist viel zu leise. Ich werd kirre. Jan. Hm? Wie viel hast du? 3.112.000. Was Jan passiert, wenn da plötzlich Obsidian auftaucht? Bravo irgendwie in den 80ern. Ich weiß nicht, wenn Obsidian auftaucht, dann baue ich weniger Stein ab, quasi. Aha. Jan, wann gehst du denn ins Gym? Das sage ich nicht. Warum soll ich das denn sagen? Ja, aber man kann sich einfach sehen, wenn du halt nicht mehr da sitzt. Also spielst du irgendein Video im Loop ab. Ja. Also ich befürworte das nicht, aber ich glaube, es wird was passieren, wenn du heute ins Gym gehst. Also ich würde lieber nicht gehen. Nee, ich möchte einmal wieder eine Aktivität außerhalb von Elements machen jetzt. Und das ist jetzt meine Chance mit dem Kobbel, mit dem Darf Kiefer. Ich dir Tipp geben, Tian? Was passiert eigentlich, wenn man da die Falltür runter macht? Dann nervst du dich. Ah. Oh nein! Ich wollte nur wissen, was passiert. Oh. Tian, darf ich dir einen Rat geben? Oh mein Gott! Eventuell habe ich einen Fehler gemacht. Was passiert gerade? Die Farbe überflutet. Na toll, Farbe überholt mich. Ich baue gerade die ganze Zeit ab. Ist gerade irgendein Replay, was ich von gestern laufen lasse. Ich laufe einfach meiner Base rum. Nein, also ernsthaft, ich habe keinen Bock, das in Discord zu schreiben. Deswegen sage ich es einfach, bitte mich nicht nerven dabei, weil ich möchte heute Abend wieder nochmal spielen, ohne mich an den Cleanstone Generator zu stellen. Passiv. Danke. Ey, Tian, andere Frage. Jetzt nochmal, wirklich Talk. Du bist doch, also du gehst ja jetzt dann irgendwann ins Gym. Ja. Aber ist doch voll dumm. Warum? Du kannst doch bis 20 Uhr noch hier bleiben und danach ins Gym gehen. Nee, ich will ja danach spielen bis nachts. Kürbisse haben sich nicht von alleine. Warum Kürbisse? Du hast verloren. Ja, weil ich will trotzdem die Collections.
Ich will sie ja trotzdem schaffen. Okay. Ich überlege, wie ich hier weiterbaue. Du weißt, wie viel das ist? Kann man da in dem Wasser eigentlich schwimmen? Ja, probier mal aus. Okay, warte. Dann müsstest du was kaputt machen, Basti. Und hast du eine Falltür? Ich krieg das hin. Ich schwimme jetzt in Tian. Also immer, wenn ich mich hier mute, höre ich irgendwas von bei Tian kaputt machen. Ich mach nichts kaputt. Ich hab Stand jetzt nichts kaputt ich gemacht. Ich hab, okay, nein, no joke, bitte, Basti. Du machst nichts kaputt, du störst mich nicht. Ich möchte hier bei meinem Cleanse Generator. Wieso hast du so viel Obsidian? Okay, wieso ich nehme, so viel Obsidian keine Ahnung. Ich würde sagen, ich korrigiere deinen Satz, Basti. Stand jetzt, ich habe bisher noch nichts kaputt gemacht. Obsidian. Okay, also Basti, wie gesagt, bitte nicht dabei stören, bei dem Vorgang hier am Cleanstone Generator abzubauen. Liste mir mal ganz genau auf, was du unter stören verstehst. Alles, was mich aufhält, hier Steine in der Rate, in der ich sie jetzt gerade abbaue, abzubauen. Jegliche Drosselung meiner Leistung. Hast du Holz, Fuchsle? Nee. Ist untersagt. Fuchsle? Er denkt, ist das mal ich? Safe. Safe denkt er, ich bin das. Er verliert keine Herzen, er merkt es nicht. Hittet einmal denn? Richtig. Ey, G-Time? Ja, bitte? Wir haben doch Tian jetzt miteinander besiegt. Tian, was tust du, wenn da kein Unique bei rauskommt? Und du hast ja richtig viele Level, ne? Was tust du, wenn kein Unique droppt? Sag es jetzt. Denkst du, wir können meine Tools upgraden auf Epic? Basti? Also erstmal wollte ich auf 1 Million Level, um zu gucken, ob da noch ein Unique kommt. Dann danach können wir auf jeden Fall was machen. Wenn da kein Unique rauskommt, Fuchsel, dann bin ich so gebrochen und ich vermute, es könnte sein, dass es passiert. Warte mal, aber du zockst doch dann safe nicht weiter oder machst du die Nacht dann trotzdem weiter? Basti, was machst du? Oder du gehst doch mal auf. Also ich sag dir ehrlich. Ah, ich verbrenne! Ja, Basti, das ist ja sowas von Karma. Ist das geil? Ist das geil? nein, also wenn da jetzt kein Unique rausdroppt, dann werde ich wahrscheinlich ganze Nacht Schwarz-Weiß-Cam machen und Kürbis abbauen und den Song Erntezeit hören. Mehr mache ich nicht. Na gut. Ich will das würde mir wirklich... Erstmal wirklich die Welt würde mich zusammenbrechen. Ich habe 12 Tage lang den PC angelassen, damit ich das bekomme. Das ist krass. Mein Zimmer ist überhitzt. Ich kann hier nicht mehr schlafen. Ich habe gestern im Wohnzimmer geschlafen, weil es zu warm bei mir ist. Echt jetzt? Ja. Das ist verrückt. Ja. Und mein PC ist langsamer. Wenn ich einen Stream-Titel aktualisieren will zum Beispiel, dann ist das komplett laggy alles. Also ich bin wirklich... Ich muss meinem PC mal ein bisschen Verschnaufpause geben. Jan, was hindert dich daran, jetzt ins Gym zu gehen? Ey, Space hat wieder irgendeine Challenge, hilf sie mir. Was mich jetzt daran hindert, ins Gym zu gehen? Ja. Basti zockt. Kaktusklicker und Basti zockt. Ich muss doch jetzt noch meine Raves fertig machen. Ich will jetzt den Boss besiegen bei Kaktusklicker. Tschüss! Also das eben war, wie Jan dem Battle entgegen geht. Das ist ja schon wieder Peak-Content hier gewesen. Ja, Tian muss sich da nicht so Sorgen machen, würde ich sagen. Oh mein Gott, und Space aber schon. Der ist erstmal direkt 10.000 Level verloren. Let's go. Nehmt jetzt das, was er gesagt hat, was passiert, wenn da nichts rauskommt. Und warten wir einfach mal ab, wenn es soweit ist. Ich denke, es wird nicht ganz so schlimm werden. Ne? Aber mal gucken. Bin sehr, sehr gespannt, wie die Reaktion von Tian ausfallen wird, wenn er dann endlich Level 100 erreicht. Vor 8 Jahren hätte ich auch Blizzard's Nether komplett zu Obsidian gemacht. Ja, ist ja auch immer noch Zeit, also kann ja noch werden. Du bist übel der Anstifter, Alter. 435.000 Kürbis habe ich schon. Alter. Du musst auf jeden Fall fort Tian das machen. Basti, du hast mein Obsidian. Ich habe nichts gemacht. Nein, du hast mein Redstone im Inventar, du hast es eingesaugt und es in die Lava gefallen. Nein. was hast du denn gemacht? Kannst du mir Obsidian besorgen? Du hast selber genug Obsidian. Redstone. Du hast das Redstone eingesaugt, was durchs Wasser kaputt gemacht wurde, weil du dafür. Doch, weil du da drin liegst. Ja. Du liegst da drin. Ja, es gab kein Verbot, dass ich da nicht drin liegen darf in deinem Cobblestone Generator. Das ist unglaublich. Bitte geh doch einfach aus meiner Base. Bitte.
Lass ihn doch in deinem Cobblegen-Generator liegen. Ich wollte von dem Ozeanfürsten lernen, wie das hier so funktioniert. Also ich glaube, Bastis Main-Quest in jedem Projekt ist, sich unbeliebt zu machen. Ja. Das stimmt. Spark, bist du krank? Also, Tian, nee, du unterstellst Basti Zock, dass er deine Dings kaputt gemacht hat. Ja. Nein. Finde ich eine Frechheit. Nein, ja, nein. Tue ich nicht. Also, tue ich nicht. Das jetzt zu unterstellen, nur weil du Angst hast, gegen Fabu zu verlieren, finde ich schon ein bisschen krass. Ich gehe alle Mittel ein, ich gehe alle Mittel ein, ich mache alles. Wieso hast du das überhaupt aufgebaut? Da warst du ja selber schuld dran. Ja, weil ich mich erschrocken habe vor dir und dann habe ich mit der Maus. habe ich so gewackelt. Dir sollte doch klar sein, dass ich da drin bin. Bitte lege den Gravitationsstand aus deinem Inventar, damit ich weiterbauen kann. Ich habe keinen Platz im Inventar, um den da reinzulegen. Du kannst doch mit der Offhand switchen. Meine Mama schreibt mir auf WhatsApp. Grüße. Ich soll sagen, Basti Zock soll aufhören. Das kannst du mir privat schreiben. Nee, ihr habt ja gar keinen Kontakt privat. Lass dich nicht von Kindern im Internet ärgern, Schreize. Ehrlich. Basti, kannst du mir helfen? Du bist ja supportive. Jetzt willst du mal meine Hilfe. Ja. Tian will meine Hilfe. Was soll ich machen? Das abbauen wieder? Oder? Nee. Ich will nicht, dass du das abbaust. Also ich hab das Redstone jetzt. Was soll ich machen? Das würde ich gerne haben jetzt, dass du mir das mal droppst und den blöden Gravitationsstein rausnimmst. Nein, ja. Bitte nimm doch diesen Stein. Nein, ich will den. Geh raus. So. Bitte. So. Aus dem Loch. Ja, aus dem Loch raus. Okay. So. Oh, willst du das nicht lieber anders bauen? Weil so bringt es nicht viel. Ich hab vergessen, wie das geht. Ich bin ja so. Guck mal, du musst den Repeater da hinsetzen. Ich muss mir jetzt das dumme Tutorial angucken, ehrlich, das ist so Quatsch. Gibt Basti gerade Redstone-Tipps? Ja, aber falsche, sei still. Ey! Oh! Ich wurde hier reinmanövriert. Tja, du wurdest nicht reinmanövriert, du bist reingejumpt. Du bist reingejumpt, ja, ist keiner hier, du stellst dir das vor. Nee, Space, jetzt reicht's. Das ist so. Guck, ich hab damit nichts zu tun. Mein Bein. Dein Bein ist schon drin. Was du mir letztens geschickt hast, geschrieben. Kannst du mir gleich mal Feedback kurz geben? Was? Auf Discord, wegen letztens da, was du mir geschickt hast. Ja, ich lese. Warte kurz, ich stelle mich kurz AFK hier hin. Nee, ich töte. Ey, Chan! Alter! Ey, okay, das geht schon zu weit. Zum zweiten Mal. Oha. Du weißt ganz genau, dass du dich da, dass du störst, wenn du da stehst. Das ist kompletter Quatsch. Jetzt reicht's. Dame! Alter! Richtig kompletter Quatsch. Da kannst du nichts sagen. Du hast dich bewusst gerade AFK provokant in meine Redstone-Konstruktion. Nein! Natürlich! Hallo? Nein! Was ist denn das jetzt? Ich würde jetzt auf die Kacke hauen, Basti. Der haut doch schon auf die Kacke. Also ich würde auf die Kacke hauen. Wenn Tian so mit mir umgeht, würde ich richtig auf die Kacke hauen. Was? Game Master Content. Man erhört. Dass man sich nichts gefallen lässt, Basti. Sonst wird er immer mit dir so umgehen. Also ihr ermutigt mich gerade dazu, dass ich mich wehre. Ja klar, natürlich. Ja, du sollst dich auf jeden Fall verteidigen, wenn er gemein zu dir ist. Definitiv verteidigen. Immer? Ja. Na klar. Oder nicht? Du würdest dich auch verteidigen, wenn jemand zu dir gemein ist, oder nicht, Tian? Ja. Eigentor. Ich guck dir nur zu. Ich mache nichts. Wieso? Ich hab doch gar nicht gesagt, dass du irgendwas machst. Wieso sagst du das von dir aus schon? Aha. Ja, damit du Bescheid weißt. Ich stehe hier nur und guck zu. Ja, da bist du jetzt selber schuld, dass ich hier in einem Loch bin. Ey, da geht doch. Ich verstehe das gerade richtig. Tian will eigentlich AFK stehen, damit er in Ruhe Kaktus grinden kann. Ja, und genau. Ich will ihm dabei zugucken. Mega genau, Point richtig. Der hält seinen Freund. Nein. Der hält seinen Freund aus der Hölle von letzten Jahr ab, seine Ziele zu erreichen. Jetzt hast du noch Space gekillt. Wie viele Regeln willst du noch brechen? Oh mein Gott, Junge! Was soll das? Okay. Wie viele Regeln willst du noch brechen, Basti? Was geht denn hier ab, ey? Tian. Spark, ich glaube, ich hab das Gefühl, das eskaliert hier. Och Mann, ey. Da kann jetzt ich nichts dafür. Ich gucke jetzt, nur zu, ich hab jetzt nichts gemacht. Jetzt hast du Quarz abgebaut. Nein. Bitte. Ey, was geht denn bei euch? Ich hab nichts gemacht. Ey, Basti, okay, Basti. Du hast Wasser gespült, natürlich hast du was gemacht. Ich hab nichts gemacht. Basti, wer war das denn, der Heilige Geist ich oder was? Nicht. Guck mal. Alter. Was für Alter?
Okay, ich stelle mich jetzt AFK und wenn niemand was macht bei mir, dann passiert hier auch nichts. Ey, was passiert hier gerade? Nichts. Basti, berühre hier nichts mehr. Du hast Verbot um diese Zone herum. Ich ziehe jetzt wie in der Schule mit seinem Sitznachbarn, ziehe ich Grenzen mit dem Ellenbogen. Nee, das ist frech. Oh, Fuchsel. Hallo, was geht ab? Du hast was kaputt gemacht. Wir machen alle. Oh. Ey, was passiert? Bitte hört doch auf euch, eins reinzumachen, bitte. Frage, ne? Kann das sein, dass irgendwie deine Base da weird ist? Jedes Mal, wenn irgendwer da hinkommt, höre ich sofort, der hat was kaputt gemacht. Ja, weil die Leute sich im Ocean, G-Time, weil die Leute sich im Ocean wundern, wenn sie sich in den Base reinbauen, wo außenrum Wasser ist, dass dann Redstone-Schaltungen kaputt gehen. Die wundern sich. Ja, das war ein Hebelchen, chill mal. Ja, ich baue jetzt den Hebel sogar zu, dass hier nichts mehr passiert. Es ist ja ich muss jetzt hier. Jetzt ist alles proof. Du könntest einen Obsidian-Hebel bauen. Der wird hier gespült. Ja. Bitte, wenn ihr euch jetzt hier nicht einmischt, dann passiert nichts. Dann kann ich mich doch jetzt hin. Ich möchte einfach nur zugucken, wie du AFK farmst. Okay, ich bin jetzt wirklich weg. Ich kann jetzt wirklich nicht mehr danach. Du kannst nicht mehr. Nee. Also wirklich nicht. Also du gehst jetzt ins Gym. Nee. Junge, ist so krank, was hier gerade abgeht. Nee, aber ich gehe noch ein bisschen in Kaktusklicker rein. Ich will noch den Boss bei Wave 100 machen. Wollte gerade sagen, Kaktusklicker ist auch nicht viel anders als Gym. Ja, stimmt auch wieder. So, Space? ich mach jetzt hier aus. Tschüss, viel Spaß. Wie, was machst du, Tian? Ja, ich bin jetzt Kaktusklicker spielen und dann bin ich beim Sport. Und dann bin ich wieder da und ich hoffe, dass mich nichts aufgehalten hat. Das will ich auch, will ich hoffen. Aber ich gehe irgendwie nicht davon aus. Spark, ich hätte eine Idee für ein Item. Ja. So eine Elder Guardian Flöte. Ja, wo man mit Abbaulähmung geben kann. Ein Horn, womit man einfach Rechtsklick macht und dann gibt man Abbaulähmung im Umkreis. Am besten noch so jetzt krass reinpatchen. Das ist so krass. Warte, gönn mir, gönn mir. Ich brauch das. Kann man das machen jetzt kann ich alles. Aha. Also ich sag mal, als ein Item, was das irgendwie so für eine halbe Minute macht und dann aber irgendwie 5 Minuten Cooldown hat, wäre das, glaube ich, ganz witzig. Bitte fuchsel nicht. Bitte, ich brauch das. Ey, Jan. Er ist mute. Ich werde ja immer wiederkommen. Basti, lass es besser. Das gibt nur Beef. Oh. Also, Jan ist jetzt weg. Ich will ihm doch nur zugucken. Jan baut keine Steine mehr ab. Ja, da habe ich nichts mit zu tun. Echt nicht? Okay, der ist aber da. Was macht die ganze mit dem? Ich glaube, die ganze Glock ist weg. Aber da hatte ich echt nichts dafür. Nein. Ich sehe schon, er entmutet sich gleich und dann rastet er aus. Die ganze Glock ist weg. Aber warum? Wieso? Was ist denn passiert? Ich weiß nicht. Ich war gerade tot. Basti. Ich habe keine Spitzhacke, nein. Komm her. Ey, Space, was kann der Zerberster? Der hat so einen Attack, der 5 Leute gleichzeitig treffen kann. Und also der hittet einfach 5-mal Basti, oder wie? Ja, Basti habe ich noch gar nicht ausprobiert. Okay, ready, set, go. Ja. Ja, sehr nice, gefällt mir richtig gut. Das freut mich.